Hey und herzlich willkommen zurück zu. Wir haben mittlerweile Nachwuchs. Ich habe nämlich ein ganz kleines bisschen, wie der oben sieht, rumgetüftet und dabei wurden Löwen geboren, die eine 1A Genetik haben. Deswegen, ich finde das super. Hier kommen kleine Jungtiere, die ich dann bald verkaufen darf. Und ihr seht hier oben, ich habe angefangen am Zaun ein bisschen rumzutüfteln. Denn ich fand das ein bisschen eigenartig, dass die Gäste dort einfach so gucken können. Also bin ich daher gegangen und habe mal ein bisschen im Katalog geguckt, was gibt es dort so. Und ja, jetzt darf ich hier diesen Weg komplett lang führen, was eine Qual wird, das vernünftig hinzusetzen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie einen einfachen Weg gibt, als das, was ich jetzt hier mache. Aber ich meine, das sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn sie einfach dort frei rumlaufen können. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Stört es euch? Ich habe Ernährungszustand, Lebensqualität. Wir haben keine Futterbeschäftigung, okay. Der Unterschlupf scheint definitiv zu funktionieren. Ich habe ihn noch ein ganz kleines bisschen nach vorne ausgebaut. Leider springen die immer dort so ein bisschen eigenartig hin und her. Ich würde den... Jetzt kommen sie alle in den Unterschlupf. Ach, diese Katzen, die nicht nass werden wollen, süß. Da ist der Papa-Löwe, der Große. Wir werden denen noch die Futterqualität erhöhen, weil immerhin sind das meine... Oh Gott. Techniker! Wird jetzt auf jeden Fall schon mal auf 3 Mangel hochgesetzt und gerufen. Ja. Die Gästegedanken sind hier mehr als angebracht gewesen. So, die Qualität können wir noch nicht hochsetzen. Schade. Haben wir denn bei... Hier etwas für den Löwen? Wir haben immer noch keine Futterbeschäftigung, so wie das aussieht. Nee. Okay, dann müssen wir das erstmal noch erforschen. Das dauert wohl dann noch ein bisschen. Ich denke, ich werde den... erstmal spule ich hier ein bisschen vor. Definitiv noch ein weiteres Futterbeschäftigungsobjekt rein... Unterstüppchen reinsetzen. So, das drehen wir wieder, damit es ein bisschen besser ist. Dann müssen wir... Problem ist halt, dass der Weg so super schief ist. Und dann versuchen wir hier das hier anzupassen, damit das... vernünftig ist. So, jetzt können wir wieder langsamer machen. Wollen wir auch, dass die Gäste ein bisschen sicher sind. Ich habe keine Ahnung, ob das hier nicht eigentlich viel, viel einfacher gehen würde, aber naja. Jetzt lebe ich damit. Damit bin ich einverstanden. So. Und dann würde ich sagen, müssen wir hier nochmal so eine Stütze bauen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich mehr... Also ich kann so... So mehrere Objekte auf jeden Fall auswählen, aber... Kann ich das auch... ich kann das auch... Ich kann aber die dann nicht... Ja, das ist ein kleines Problem. Und zwar, ich wähle hier immer alle Objekte aus. Okay, dann müssen wir das halt nochmal neu bauen. Ich würde nämlich ganz gerne hier vorne nochmal eine Holzplanke hinbauen. So nach dem Motto, hey, Stabilität. Aber ihr wisst, was ich meine damit. So, Bau. Holz habe ich schon eingestellt. Ich dachte mir, das sieht immer am besten aus. Einmal hier, warte, ich kann auch direkt mit dem großen Pfosten arbeiten. Das hatte ich vorher nicht. Weil ich mir so dachte, ich mache das nur oben. Das halt der Abschuss war, aber... Das ist ja doof. So, hier hin. Bis hier vorne ran. Jetzt muss ich mal ganz kurz vergleichen, wie ich es hier vorne gemacht habe. Okay, ich habe das Drahtding mit verschluckt. So, und so ein kleines bisschen überstehend, aber nicht so weit, wie es hier der Fall ist. So ungefähr ist es, ne? Ja. So, und dann nochmal bitte das Gleiche. Einmal darunter. Ich muss das bis zum Boden führen. Damit es quasi so eine... Stellt es, auf die das Ding dort steht. So, eine Lücke. Ach, wir setzen einfach nochmal sicherheitshalber nochmal ein weiteres Ding hin. Ich habe noch keine Ahnung, wie man so eine Rundung nachher macht. Wir können auch dann einfach ein eckiges Ende setzen. Oder wir führen den Weg dort nachher wieder runter. Nach dem Motto, hey, ihr habt jetzt hier genug geguckt, dann kommt ihr unten nochmal ein tiefes Gehege. Veterinärforschung abgeschlossen. Bitte die Löwen. Ja, super. Das freut mich jetzt. Vielleicht haben wir jetzt doch die Möglichkeit... Nö, keine Futterbeschäftigung. Hätte ja sein können. Aber nö, es war irgendwas anderes. Okay. Das ist sehr schade. Nochmal abgeschossen. Ach, bei den Flamingos. Okay.
So, jetzt müssen wir hier aber weitermachen. Das ist halt, wir können eigentlich doch hier mit I. Bin noch nicht ganz so gut. Ich muss das irgendwie so perspektivisch verschieben, dass ich nicht automatisch den einen unten auswähle. Noch keine Ahnung habe, wie ich den wieder rauswähle. So, jetzt haben wir das Ganze. Jetzt kopieren wir das mal. Verschieben. Ah, das wird nicht klappen vom Winkel her. Aber wir können es ja versuchen. Zur Not entfernen wir ein paar Elemente. So, jetzt ist das drin, ne? Das passt noch nicht so 100%. Der Winkel hier von denen ist falsch. Also machen wir es weg und machen es mit Einzelstücken. Das ist dann einfacher. Aber das Tolle ist, wir können das hier nachher kopieren und hier auf die Seite einfach rübersetzen. Das wird viel, viel angenehmer. So, ups. Ich wollte dich nicht verschieben, ich wollte dich kopieren. Ich muss mir irgendwann mal die Smartcast dafür merken. Ich weiß ein bisschen weiter. Schade, dass man die nicht krümmen kann. Das wäre gut. So. Damit bin ich soweit einverstanden und dann setzen wir das gleiche nochmal nach hier. Fast gerade ist der Weg hier, aber auch nur fast. Hätte ich ihn bloß gerade gebaut, dann hätte ich jetzt nicht solche Probleme. Das war ein bisschen zu weit. Es fängt wieder an zu regnen. Regen, Regen. Steht hier? Doch, aber das ist definitiv besser als der freie Blick. Na, was sagt ihr soweit? Ist es okay? Ihr beschwert euch über nichts, halt über die Futterbeschäftigung, aber sonst ist alles super. Es hätte gerade sein können, dass das eine Qualität des Futters geht jetzt so. Hier können wir wieder vorspulen, dass der Regen weggeht. Das hier nochmal erneut, Steuerung und X oder so etwas steht, da muss man gucken demnächst. So, dann lassen wir es bis hier gehen. So, und dann werden wir hier den Weg dann nach unten führen. Nach dem Motto, hey, ihr könnt eine Zeit lang von oben rüber gucken, aber dann reicht das auch. So, dann müssen wir aber wieder mal ein bisschen was anderes hier machen. Und zwar, wir müssen die gesamte Wand mal auswählen. Ihr kennt das ja, man kann ja nicht ich kann es zumindest nicht, warum auch immer, direkt an Wänden Zeug bauen. Also muss ich immer erst das verschieben und dann kann ich den Weg setzen, was super lästig ist, Leute. Super lästig. Nee, ein bisschen weiter nach vorne muss ich. Hier darf ich jetzt. Das ist blöd. Ich hätte nämlich gerne, dass beim Zaunende das ist. Okay. Einmal bitte rückgängig. Wieso meint er mir da jetzt hier so den Boden zu zerstören? Da bin ich aber kein Fan von. Muss hier erst das hier ein bisschen tiefer machen. Würde er mir jetzt immer noch den Boden zerstören? Ah, nee, er tut das nicht mehr. Gut, okay. Weil ich stehe nicht darauf, wenn der mir den Boden komplett kaputt. Jetzt darf ich doch hier reinsetzen. Oh. Unabhängig davon, ich mag es nicht, wenn er mir den Boden zerstört. So, dann würde ich hier das einmal wieder komplett auswählen. Und wieder hier ranschieben. Ich muss auch noch die Pfosten so ein bisschen anpassen. Dass ich die einzeln verschiebe. Damit das hier ein bisschen näher dran ist. Ich könnte das hier den Grund auch auf diesen Pfosten in der Höhe verschieben. Kann ich das Element hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich könnte aber hier so einen Plop in der Mitte machen. Und dann setze ich jetzt hier rein. Und dann kann ich den aber verschieben. Damit das hier ein bisschen näher dran ist. Wisst ihr? Das Element ist schief gebaut, das mag ich nicht. Das bauen wir einmal gerade dazwischen. So. Gibt ja so Unterschiede hier. Dann haben wir das. Das ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Wir können hier das hier noch ein bisschen... Machen wir mal ganz kurz hier ein neues. Irgendwie sieht es jetzt besser aus. Das würde ich einfach komplett hier auf diese Höhe hochheben. Und vielleicht können wir dann noch irgendwie so eine Art Übergang bauen, dass wir hier dann diese Lücke abschließen, die wir hier haben. Mit irgendwas, was wir dazwischen spannen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, jetzt müssen wir uns zusehen, wie wir hier hinten das Endstück vernünftig gestalten. Denn wir könnten es so ein bisschen machen nach dem Motto, hey, hier sind die auf einmal ineinander. Das würde theoretisch gehen. Und dann haben wir hier den Pfosten, den wir hier schon mal hatten, aber einmal komplett runter.
Nee, ich baue den Pfosten neu, das ist am einfachsten. Ich glaube, ich packe mir den beiden die hier diese Favoriten und dann. So. Holzpfosten. Bisschen drehen und wenden. Oh Gott, das war das falsch. Direkt entfernen, ich krieg den nie und immer wieder gerade. So, jetzt hier hin, X drücken, drehen, drehen. Du sollst nicht das Rote auswählen, ich wollte das Grüne auswählen. X. Grün. So, jetzt aber. Jetzt nach unten fahren. Das war zu weit. Bisschen tiefer noch. So. Und nochmal runterfahren. Und einmal schauen, wo ich gerade bin. Und nochmal runterfahren. Und noch ein letztes Mal. So. Jetzt ist dieser... Ich mag das. Ich mag das wirklich. Das ist nicht ganz 100% in der Mitte, was mich jetzt gerade ein bisschen stört. Dafür verdeckt es, dass die nicht miteinander sind. Also es geht. Vielleicht bauen wir dann noch von diesen Holzposten an hochgehend so eine Art Überdachung. Boah, ich dachte gerade, ich hätte hier oben drauf einen Löwen gesehen. Ich hatte gerade super Angst. Hier sind Forschungen abgeschlossen. Es ist immer wichtig, dass ich mir die anschaue. Barrieren. Kann ich jetzt den bei Glas... Habe ich jetzt? Weiß ich nicht. So, ich würde jetzt gerne das hier einmal komplett auswählen. Ohne den Baum dahinter. Den einen Stein, den ich gerade ja doppelt ausgewählt habe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt drehen soll, damit ich alles auswähle. Den einen Stein kann ich ja gleich entfernen, das geht ja. So, und das verschieben wir jetzt komplett und zwar nach Rot. Dorthin. Den Stein hier, ups, den Stein entfernen wir. Hier brauchen wir noch ein kleines bisschen eine Veränderung. Doch, mir gefällt das richtig. Und ich brauche mir nochmal, machen wir jetzt das gleiche wie wir. Naja, das kann ich nicht machen. Jetzt muss ich mal eben nachgucken, ob wir irgendwas beim Bauen in die Richtung haben. Oh oh, stopp. Hier ist ein Gehege beschädigt. Techniker rufen. Und der Techniker wird auf alle drei Monate hochgesetzt. Haben wir wieder zu viele erwachsene Tiere? Das passiert hier häufiger mal bei denen. Ja, haben wir. Wir haben zu viele Männchen, wenn ich das auch richtig sehe. Also das ist ein älteres Männchen. Weibchen. Männchen. Wer von den beiden hat die bessere Genetik? Ich würde sagen, das jüngere Männchen, ne? Ja, das jüngere Männchen hat im Schnitt die... Wieso darf ich dich nicht freilassen? Da kann ich dich halt ins Handelszentrum. Mir doch egal. Haben wir noch mehr Männchen hier? Du musst gerade dich hinlegen. Das ist auch nochmal ein Männchen. Das hat auch keine gute Genetik. Du bist freigelassen. Das ist auch ein Männchen. Du hast eine tolle, tollere Genetik als der hier vorne. Hier war das? Nee, der war es nicht. Der war es. Der Typ ist dran. Tiere haben wir. Immer noch zu viele Männchen. Das ist ein erwachsenes Männchen. Ah, und hier. Okay, es sind beides hier hinten Männchen. Du bist 3 Jahre alt, du bist top. Du wirst verkauft, ich will dich handeln. Jetzt können wir nochmal gucken, ob jetzt der Sozialstatus hier besser ist. Okay, wir haben immer noch zu viele Weibchen anscheinend. Weil zu viele Männchen sind es nicht. Das müssen wir mal tatsächlich bei dem Weibchen einmal kurz durchschauen. Du kommst weg. Das war einfach. Okay, jetzt ist alles so. Und Veterinärforschung. Bitte die Löwen? Nein. Oh, warte, da ist ein Tierarzt, der nicht mehr beschäftigt ist. Gewesen. So, meine Lieben. Ja, ich meine, das hier ist schon cool, aber ich hätte hier trotzdem gerne, dass die Spiegel
Noch nicht erforscht, ja, okay. Das hat meine Frage beantwortet, die ich gerade die ganze Zeit auf den Lippen hatte. Naja, kein Ding. Passiert, dass man mal verletzte Tiere hat. Es sind mehrere Verletzungen. Hier muss ich definitiv noch überlegen, wie ich das hier... Oh, das sind die 1-Meter-Dinge. Darf ich jetzt ein bisschen arbeiten. Vernünftig mache. So. Auf jeden Fall erstmal hier. Da ist eine kleine Lücke. So, jetzt aber nicht mehr. Erstmal hier den Standfuß hinsetzen und dann... Wie machen wir das dort? Wir müssen jetzt hier ein bisschen nachgucken. Das ist zu breit. Ja, das könnten wir theoretisch hier machen. So als Ding. Könnten wir uns gleich überlegen. Die sind halt alle so blöd gefärbt. Ich suche halt irgendwas, was dort optisch reinpasst. Ich glaube, ich sollte kurz den... Nee, Filter ist nur Holz. Und Holz müsste ja hier rein, sonst sieht das total bescheuert aus. Das ist halt zu breit, was wir hier haben. Ich weiß, es sind Türen, was ich jetzt gerade im Target hatte. Das ist dumm. Ich will da keine Tür reinhauen. Ich bin auch nicht irgendwie... Komm her, wir machen jetzt die kleinen Dinger. Es passt alles nicht so richtig. Das passt alles nicht so ganz. Ich meine, wir können hier ein bisschen wogeln. Gib mir mal einen Moment. Nee. Ja. Ich glaube, wir wogeln uns einfach das Stückchen hier. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Wenn wir hier so ein ganz kleines bisschen extrem wogeln. Jetzt müssen wir noch ein bisschen kippen. Jetzt ist die... Ups, falsche Kippung. Ey! Rede ich wieder richtig. Och, ich hasse das. Sieht das noch was aus? Nee, 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 nee. Weg, 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 weg. Das könnte ich dazwischen haben. Das würde wirklich gehen. So nach dem Motto. Nö. Also für den Notfall. Ich meine, das ist definitiv nicht so schlimm. Das ist hier nach dem Motto, hey Leute, es sieht zwar schön aus, aber fallt hier bitte nicht runter. Jetzt müssen wir das noch kippen. Kann ich es bisher noch hier hinkippen? Und bestätigen. Mein, okay, dann müssen wir hier noch ein bisschen mehr verzieren, aber vor allem, wenn wir dann jetzt hier noch so ein Häuschen oben drauf bauen, so ein Dach, wird es passen. Ich meine, das ist mein erster Zaun, ich bin damit voll zufrieden. Dass die dort reinschauen, finde ich natürlich nicht gut, aber... So ist besser. Voll okay. Das wird schon irgendwie klappen. Ich frag mich ja gar nicht, was der Inspektor hier zu sagen hatte zu meinem Zoo. Ja, das frage ich mich gleich. Nicht jetzt. Das ist nicht so schlimm. Das ist schlimm. So. Meine Lieben. Wie sieht's bei euch aus? Ihr seid bald erwachsen, so nebenbei. Hier meine kleinen. Meine Jungtiere. Ernährungszustand ist immer noch. Jetzt hat er. Ram! Nam, nam.
Naja, okay, die restlichen Sachen hier werden gerade gemacht. Meine lieben Löwen, wie kann ich euer Gehege noch vernünftiger gestalten? Denn bisher bin ich hier definitiv unzufrieden. Wir könnten überlegen, dass wir das, was wir hier vorne hingesetzt haben, nochmal erneut setzen. Wir könnten aber auch... hier vorne... nochmal ein Glaselement einbauen. Das bizarrerweise halb im Boden ist. Sekunde, das müssen wir ändern. So, ist besser. Hier bitte auch nochmal. So. Und dann, was wir ja schon mal gemacht hatten, ist dieses, dass wir eigentlich hier den Weg gerade lang führen. Nach dem Motto, none of your business. Aber... so, den Gästen die Möglichkeit geben, über einen Spezialpfad dorthin zu gehen. Damit es sich nicht so staut. Ja, damit das klar ist, damit es sich nicht so staut. So, wenn wir jetzt hier... machen wir mal ganz kurz rückgängig. Dass wir erstmal ganz kurz hier oben... mit, was war das nochmal mit Alt-Steuerung? Ne, wie war das? Wieso bin ich jetzt in der Luft? Ich will nicht in der Luft sein. Ach komm, wie gehe ich nochmal runter? Ah, mit welcher... wieso bin ich in der Luft? Das hat doch gar keinen Sinn. So, jetzt gab es doch hier eine Taste. So, Steuerung ist es doch. Eine Taste, damit ich halt nicht direkt baue. So ist das okay. Und jetzt bauen wir hier. Irgendwie hat es doch gerade vernünftig so. Mhm. Das ist noch nicht so, wie ich das möchte. Aber wir könnten... Sekunde. Ich würde das ein ganz kleines bisschen breiter machen nach dort. Weil wir können ja alles hier hin und her setzen, wie wir wollen, ja? Das ist mein Zoo und das, da mache ich die Regeln, wie jetzt hier was gesetzt ist. Und jetzt setzen wir es. Finde ich gut. Das gefällt mir. Dann können wir dort noch irgendwelche Spielereien zwischen. Jetzt darf ich hier nichts mehr setzen. Okay, das ist jetzt doof. Ganz kurz das zur Seite. Weg. Ha, jetzt geht's wieder. Okay, und jetzt möchte ich einmal wirklich hier komplett hinten wieder. Ich wollte ja die Leute anlocken, dass sie auch beim Flamingo-Gehege nicht hochbauen. Flamingo-Gehege lang gehen. Wieso? Gehen wir hier halt einen kleinen Knick. Okay, ich sehe es. Hier vorne ist ein Loch. Da müssen wir mal ganz kurz das Fundament arbeiten, bevor wir dort das hinsetzen. So. Jetzt müsste es aber gehen. Ja, jetzt geht's auch ohne Loch. Bis auf da vorne, weil dort wieder eine Stelle ist. Wir wirklich hier vorne einmal rangehen. Als ich das gesagt habe. Warum auch immer meint er hier so, ja, hier ist angebracht, ein Dings zu machen. Man muss das jetzt drücken oder muss ich das runterheben? Ich habe keine Ahnung, welche Richtung jetzt hier hilft, damit er... okay, das war definitiv die falsche Richtung. Ist das das Richtige gewesen? Ja, war es. Hier haben wir jetzt das Problem, dass jetzt noch so eine alte Gehegewand war. Da kam ja irgendwann mal ein Update und ab dann konnte man besser Wege setzen, wo eine Gehegewand dran ist. Hä, wie komme ich jetzt hier rein? Ganz kurz entfernen. Nein, du sollst diesen Weg dir vorknöpfen. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich muss mich, teilweise sind jetzt die Leute außerhalb des Geheges, deswegen ganz kurz Pause. Ja, ja, meld ruhig, ist nicht schlimm. So, jetzt müsste ich aber hier einen Weg ranbauen. Ach, die Wasserfläche ist das Problem. Okay, aber hier... theoretisch funktioniert es dort. Gib mir einen Moment, ich muss sehen, wo der Weg hier meint, mich zu behindern. Funktioniert das so herum? Nein.
Ah, ich sehe es, hier ist halt ein Höhenunterschied, okay. Das ist Humux, aber das muss als erstes so bleiben. Wir setzen hier wieder ran. Den dort hätte ich auch gerne wieder. So, jetzt aber, was ist hier los? Nein, die sind nicht entkommen, alles gut, die werden gleich wieder jetzt innerhalb gerechnet. So, und jetzt haben wir einmal hier einen Weg komplett rumherum für dieses wunderschöne Gehege. Okay, müssen wir uns überlegen, ob wir entweder... Ich denke, wir machen das so herum. So, jetzt ist das Gehege hier größer geworden. Mir gefällt das dort. So, was sagt ihr jetzt zum Gehege? Ich habe jetzt ein bisschen eher das Terrain verändert. Okay, das ist okay. Wo ist hier Temperatur? Was ist denn jetzt hier mit der Temperatur? Braucht ihr wärmer oder kälter? Wir haben es hier gerade 42 Grad. Okay. Muss mal ganz kurz im Zoopedia nachschauen. Aber ich meine, Löwe? Nein, eigentlich sollte es so passen. Da. Ja, es ist ganz knapp zu heiß. Okay, wie lösen wir das am besten? Ich würde es gibt doch solche Klimaanlagen quasi. Na, also wir können halt den auf jeden Fall schon mal ein Eisblocker-Spielzeug reinpacken. Vielleicht hilft das schon mal, aber... Jetzt ist es wieder kühler. Also alles okay. Das ist nur ganz kurz in der Mittagshitze, dass die sich beschweren. Alles okay. Das stört mich nicht. Habe ich hier nur zwei Weibchen drin? Oh nein. Ich habe kein Männchen mehr drin. Upsi. Das müssen wir ändern. Ändern wir es jetzt? Ich weiß nicht. Bin ich mit diesem Gehege fertig? Ich glaube noch nicht. Da werde ich nochmal dran gehen, auf jeden Fall. Aber mir gefällt das hier. Den Stein entferne ich. Da gehört ein kleines Steinchen zwischen. So ist besser. Ich glaube... das hier muss ich ein bisschen nach oben bewegen. Damit es dort nicht für die Gäste so beklemmt ist, quasi. Wisst ihr, wie ich das meine? Dass wir... Also, dass sie dort nicht reingucken können, das müssen wir verändern. Das will ich nämlich auch nicht. Aber... Sollte es einfach nur hochkant sein. Danke sehr. Wenn wir den da alles... Ups, das war ein bisschen sehr weit. In einem Weg bauen, könnte es dort ein sehr beklemmendes Gefühl geben. Und das möchte ich nicht erzeugen bei den Gästen. Vor allem soll der Weg nicht behindert sein. Das ist die richtige Richtung. So ist besser. Ups, da war es aber auf einmal dunkel. Oh, jetzt wieder hell. Den würde ich gerne noch ein bisschen weiter nach oben fahren. Damit es wirklich so aussieht, als wäre das hier richtig Glas. Das hier ist stabileres Glas, das ist immer das Lustige. So ist besser. Ja, doch, mir gefällt das, dass man hier so reingucken kann. Ja. Ich muss nur echt überlegen, wie man das hier am besten... Das sieht scheiße. Da habe ich lieber eine Lücke als so ein Ding. Ich meine, ihr dürft mir gerne auch Tipps geben, was ihr denkt, was hier als Ding hier am besten hinkommen kann. Wir könnten... das ist eine Idee. Das hier vorne, statt dem Holzding... Ist ja genauso breit? Ja. Wie so einen Stamm hinsetzen. So. Guck mal. Das ist okay. Ich meine, die anderen sind zwar jetzt keine Holzstämme, aber damit habe ich kein Problem. Aber das hier sieht zumindest halbwegs vernünftig aus. Was wir jetzt tun könnten... Ich meine, okay, diese Folge ist definitiv keine Tierfolge. Ich meine, ich habe auch nicht gesagt, dass wir ein neues Tier kaufen. Was wir jetzt tun könnten, ist...
die Holzplanken, warte, die Holzplanken nach oben erweitern. So. Das machen wir bei allen immer 2 Meter nach oben. Ich hoffe, ich habe überall 2 Meter Dinger nach oben drauf. Das muss ich gleich schauen, wie ich das am besten mache. Ich meine, 2 mal 1 Meter gehe ich auch noch gerade so hin. Hauptsache, die sind gleich halbwegs auf der gleichen Höhe. Das sind 1 Meter Dinge. Okay. Das kriege ich aber auch hin. So. Das dort erweitern wir auch nach oben. Ist okay, dass es ein Holzstamm ist. Ich glaube aber, wir müssen ihn drehen. Wieso sieht der Holzstamm unten anders aus als der Holzstamm oben? Das ist verwirrend. Das dort hätte ich auch noch gerne nach oben. So, was ich jetzt machen wollen würde, ist das, was wir eben gesehen hatten, diese Überdachung hier hinsetzen. Wo finde ich die am besten? Ich scroll mal ein bisschen durch. Nein, da finde ich sie nicht. Finde ich sie unter Architektur? Nee, das sind die Ladentheken. Machen wir mal ganz kurz Holz raus und afrikanischen Filter rein. Ich möchte nämlich genau diese tippiartigen Dinger, die da. Das dort will ich haben. Ich würde das gerne. Will ich das jetzt hier wirklich, wenn das. Das passt doch vom Weg her. Oh Leute, das ist genial. Passt das von der Breite? Ich kann es gerade noch schwer einschätzen. Ich glaube, ich bin zufrieden damit. Denn wir müssen dann nachher noch hier so ein bisschen so Schrägdinger hinsetzen. Ups, da bin ich aber hoch noch gegangen. Ich möchte nicht in der gleichen Gegengruppe sein. Ich will nur das Ding hier kopieren. Nicht in der gleichen Gruppe. Einmal bitte. Genau. Ich will nur das gleiche Design haben. So, dann müssen wir müssen ja minimal hier so eine leichte Drehung einsetzen. Ne? Sonst kriegt das nicht hier vernünftig hin. Das da oben kriegen wir noch vernünftig hin. Dann müssen wir das Mitte-Element ein bisschen verschieben. Das, was hier ist, ein bisschen so, dass es von unten vernünftiger aussieht. Gib mir einen Moment. Jetzt muss ich von unten gucken. Ah, das ist gerade, die Kamera will gerade nicht so wie ich. So, wir könnten es genau. Oder wir schieben es halt. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ja, komm, dann haben wir zur Not solche Doppelelemente. Egal, von unten guckt eh niemand. Bestätigen. Bestätigen. Ich kann nicht auf die Bestätigung. So, jetzt aber. So. Ich meine, es ist mal endlich ein überdachter Gegenstand. Das müssen wir mal eben kurz mit hoch anrechnen. Bisher durften die Leute immer nass werden, wenn es regnet. Und jetzt langsam. Oh Gott, das wird aber schwer, dort die Kurve richtig hinzukriegen. Jetzt langsam kümmere ich mich mal um meine Gäste. Bitte lass das so halbwegs nachher vernünftig aussehen. Okay, ich bin hier auf jeden Fall falsch. Muss weitermachen. Da. Wir machen es mal eben kurz von hier und dann fügen wir die zusammen. Das ist, glaube ich, einfacher. So. Wegtechnisch passt das. Das heißt, der ist ein bisschen zu stark gedreht. Darf ein bisschen weiter nach hier. Dann hätte ich hier gerne noch ein Zwischenelement, weil, naja, ist ja 4-1. Das da oder das da. Wir müssen noch so ein kleines bisschen drehen. So ein ganz kleines bisschen. Doch. Doch. Ich finde, das ist okay. Ich meine, das ist meine Baukunst. Ja. Ich kann es nicht besser. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Wir können überlegen, ob wir alle hier gegen solche großen Holzstümpfe ersetzen. Oder zumindest hier die Seite. Das wäre eine Überlegung wert.
Der war doch vor kurzem erst ein Typ. Setzen wir dich halt hoch auf jeden Monat. Ich meine, es sind auch mittlerweile extrem viele, das Gute ist, nur die werden niemals Inzest machen. Wir müssen hier einen weiteren stabilen Rückzugsort einbauen. Denn es ist zu wenig für die. Oh, ich finde die süß. Wie sieht's aus? Wir müssten bald hier... Oh, die ganze Familie ist da. Ist das nicht süß? So, ich würde aber sagen, damit beenden wir die Folge. Ich werde auch vorerst Abstand nehmen von diesem Gehege, abgesehen jetzt von den Zuchtaspekten. Also wenn die hier erwachsen sind, dann werde ich auch mit denen weiter voll fahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei weiteren Folgen. Ich hoffe, euch hat diese eigentliche Baufolge, ich muss hier ein Element zwischensetzen, dann sieht es recht doof aus, nicht gestört. So ist besser. Soll zumindest einheitlich sein. So. Ich hoffe, euch hat diese Baufolge nicht gestört und bis dann!